Schauen, was könnte hier sich drin befinden. Ob wir reinkommen, problemlos. Aber ich mag dich, das ist geil. So, hier geht doch gleich schon die Pumpe. Das ist absolut Dignity Win, Ende. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin die H. Und ich bin Tino und wir befinden uns hier an der Hauptstraße in Rayong. Wir haben ausgecheckt und es geht zurück nach Bangkok. Hoffen wir, der Minibus kommt. Ja, er soll in 10 Minuten da sein. Kann aber auch sein, dass er durch Verkehr später kommt. Hier ist allerdings nicht viel los, also gehen wir mal davon aus, dass er relativ pünktlich kommt. Und die spannende Frage wird, dürfen wir mit unserem Gepäck in den Bus oder gibt es da noch mal Stress? Wir haben nämlich ziemlich viel Gepäck und das ist diesmal ein Minibus und kein großer Big Bus. Es war tatsächlich ein bisschen schwieriger, einen Bus von hier aus nach Bangkok zurückzubekommen, denn durch die Covid-Zeit wurden auch viele Busstrecken annulliert und jetzt gibt es nur noch die Minibusse, aber da kann man nicht so viel Gepäck mitnehmen. Mal gucken, ob wir reinkommen, problemlos, oder ob wir vielleicht noch einen Sitz kaufen müssen. So, wir haben es tatsächlich in den Bus jetzt geschafft und sind auf dem Weg nach Bangkok Ekamai Bus Terminal, hier von Rayong aus. Und ja, der Bus ist angenehm leer, aber trotzdem ist schon relativ viel Gepäck hier. Wir hatten eigentlich Hoffnung, dass wir unsere großen Koffer hier drüben abstecken können, aber alles voll. Und deswegen stehen sie jetzt hier unten im Gang. Ist aber noch zum Glück Platz genug. Ja. Minibus diesmal. Minibus. Die Fahrt war gut, entspannt. Es ist fast um zwei. Wir haben etwa 20 Minuten Verspätung. Aber ist nicht schlimm, Bus kam ja auch ein bisschen später und dann kommt es immer darauf an, wie viele Leute so auch zusteigen oder auch nicht. So, dann wollen wir mal hier den Platz freimachen und nochmal beim Markt essen gehen. Der mehr Hunger. Genau, der ist nämlich gleich da hinten. So, wir sind Wiederholungstäter. Wir sind in Bangkok Ekamai angekommen. Und genau hier an der Busstation gibt es ein Markt-Restaurant, wo wir auch schon mal hier waren. Und zwar, als wir von hier dann abgefahren sind. Letztes Mal hatten wir nicht scharf bestellt und diesmal haben wir scharf bestellt. Und zwar nur very less spicy, wirklich nur ganz wenig. Und ich bin gespannt, ob das mir schon reicht oder ob wir das nächste Mal, wenn wir hier wieder ankommen, noch eine Stufe ableveln. Mal gucken. Ich glaube, das ist scharf genug. Aber ich mag dich, das ist geil. Ja, drei Happen, muss ich sagen. Mir geht doch gleich schon die Pumpe. Also wir haben ja tatsächlich nur Stufe 2 Very Less Spicy genommen. Aber es ist wirklich scharf. Das ist absolut Dignity Win, Ende. Auf keinen Fall scharf annehmen. Und ja, mit jedem Essen produziert sich halt die Schärfe im Mund. Und was ich persönlich daran schade finde, ist eben, dass man dann eigentlich von dem Geschmack gar nicht mehr so viel hat. Weil du hast permanent diesen Schärfe-Geschmack im Mund und der überdrückt quasi alle. Aber an sich ist es lecker. Also es ist wieder sehr, sehr gut. Wir haben Beef genommen diesmal und es schmeckt eben genauso gut wie auch mit Pork. Mir brennt der ganze Mund. Ja, mir auch. Mit jedem weiteren Biss wird es schärfer. Und für unseren Geschmack ist es tatsächlich ein bisschen zu heftig. Wir würden eher darauf gehen, die nicht scharfe Variante wiederzunehmen, wenn wir nochmal hierher kommen und dann selber nachzuschärfen. Denn es gibt ja auch verschiedene Fischsoße hier und man kann selber nachschärfen. Und man hat, wenn es nicht scharf ist, eben die vielen verschiedenen Geschmäcker hier drin.
die dann besser rauskommen. Aber jetzt bei der ersten Startstufe würde ich sagen, ist schon, es ist eigentlich schon, man weiß, man ist aktuell schon heiß, aber eigentlich ist es dann nur noch scharf. Und von daher ist nicht unser Fall. Nach einer kurzen Mittagspause, was leider sehr scharf war, sind wir jetzt in ein Taxi reingehopst. Hat jetzt kaum eine Minute gedauert, bis ein Taxi vorbeikam, also es ist wirklich sehr convenient hier in Bangkok. Und ja, der fährt uns jetzt zu unserem Hotel. Unser Hotel liegt in einer MRT und wir waren gerade in Angkor Wat, da gibt es nur ein BTS. Von daher wäre es, glaube ich, von der Strecke her gar nicht so viel teurer. Und also mit dem Taxi. Und es ist natürlich viel bequemer, gleich mit dem Taxi zu fahren. Von Haus mit dem ganzen Gepäck und so weiter. Apropos Taxi, gerade waren wir ja in Rayon und da gibt es solche Taxen nicht. Solche Mietetaxen hatten wir manchmal gesehen, vielleicht in der Stadt, aber da, wo wir gewohnt haben, kam kein Taxi vorbei. Und es war auch sehr, sehr schwierig, überhaupt einen Taxi-Service zu besorgen. Wir hatten Preise to the moon, wirklich 300 Baht nur für 7 Minuten Fahrt oder so. Begründung war ja Benzin und Tank und Ölpreise gerade sehr, sehr, sehr hoch. Aber trotzdem, das rechtfertigt keine 300 Baht für 7 Minuten Fahrt. Auf keinen Fall. Aber wir hatten das Glück, dass wir ja eine Freundin kennengelernt haben und ihre Mama hatte Zeit und uns fahren konnte. Es war voll lieb. Deswegen haben wir auch den Minibus dann bekommen, anders kommen wird, so dass es nicht ganz so weit weg war von unserem Apartment. Genau. Da ist es, muss man sagen, öffentliche Verkehrsmittel ist natürlich in Bangkok wirklich am geilsten, am günstigsten, am bequemsten und man hat einfach die Auswahl. Da in Rayon leider nicht. Übrigens, falls ein Taxifahrer euch einen Preis vorschlagen will, lehnt das ab. Also in Bangkok kann man wirklich auf das Metataxi bestehen und in der Regel machen sie es dann auch. Die Taxen hier fahren mit Gas und deswegen, wenn ihr zwei große Koffer habt, wie wir das haben, passt immer nur ein Koffer hinten rein, weil da hinten noch ein Gastank ist. Aber der zweite Koffer kann bequem auf dem Beifahrersitz neben dem Fahrer. Von daher passt es auch. Angekommen in Bangkok, angekommen in unserem Hotel. Ein ganz frisches, neues, kleines Hotelchen und gehört zu Best Western, nennt sich Seekers Finders und wir stehen schon mittendrin und ihr seht wahrscheinlich schon alles. Hier rum ist ein offenes, offenes Bad, also halb offen. Der Waschbecken ist draußen im Spiegel und hier geht es dann links und rechts einmal hier rüber zur Toilette. Und einmal drüber, ganz schön knapp da oben, Dusche mit Regenduschfunktion. This I like very much. So, ein bisschen Schrank zum Aufhängen. Hier ist sogar ein kleines Kitchenette drin, mit Mikrowelle sogar und Waschbecken. Und Wasserkocher, das hatten wir jetzt ja gerade gar nicht mal. Also, und einen kleinen Kühlschrank-Mini-Bar. Complimentary Water, das ist auch immer gut. Und sag nur, was heißt denn Rom-Com? Keine Ahnung, scheint hier auch so beleuchtet zu sein, müssen wir gucken heute Abend. Ja, schick gemacht, modern, cleane Kanten vom Design her. Das Bett, Bett haben wir noch nicht getestet. Warte, 3, 2, 1. Boah, das ist weich, das ist super weich. Ja, es war anders, als wir jetzt gerade hatten. Wir hatten einen Fernseher. Ja, Fernseher kann nie zu groß sein, ne? Kann immer nur zu klein sein. Wir haben tatsächlich kein View vom Fenster. Es ist wirklich nur zum Nachbarsgebäude und es ist nicht mal schön. Aber dieses Hotel hat noch einen Rooftop. Und das checken wir auch demnächst aus. Ich muss es sofort probieren, ich kann nicht bis heute Abend warten, aber guck doch mal. Dann kann man das noch dimmen.
Schaut mal, wir haben eine Sache übersehen. Hier sind noch Schubladen. Und was könnte hier sich drin befinden? Ein Safe. Und da geht es so von oben auf. Richtig cool. Ja. Dann wäre die Roomtour jetzt auch komplett. So, jetzt sind wir in den 9. Stock hochgefahren auf dem Rooftop von dem Hotel. Und hier befindet sich ein Pool und normalerweise eine Bar, aber die ist heute nicht da. Aber man hat hier ein bisschen Terrasse, ein bisschen Garten. Es gibt auch einen Innenbereich, auch Toilette, Dusche und den Pool hier auf dem Rooftop des Hotels. Und man hat auch ein bisschen Blick, leider auch eine Baustelle hier direkt nebenan, die ziemlich laut ist und ich hoffe, man versteht mich. Sunset. Und vielleicht, da werden wir morgen mal gucken, ob wir auch ein bisschen Sunrise-Lichtstimmung hier haben. Leider hat der Pool aber erst ab um 8 offen. Aber also, da hat man jetzt nicht unbedingt den richtigen Sonnenaufgang, aber vielleicht noch so ein Vormittagssonnenlicht. Uns hier in Plong Doi, MRT-Station Plong Doi. Und da drüben sieht man den Medpark Hospital. Das Krankenhaus ist super, super neu und super luxuriös. Natürlich dann dementsprechend teuer. Übrigens befinden wir uns hier in Laufnähe zum Venture Kitty Park. Da befindet sich tatsächlich genau hinter dem Hospital. Und ja, da sind wir heute Morgen hingelaufen. Dauert ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten, dann ist man in dem Forest Park und dann daneben ist ja auch der eigentliche Venture Kitty Park mit dem See und dort kann man auch so eine schöne Spiegelung machen von einem alten Skyline. Aber das alles in dem Video vom Venture Kitty Park. Du kannst stehen. Ja, der Pool ist nicht so tief, ich kann gut stehen und Wassertemperatur perfekt. Nicht zu kalt und auch nicht zu warm. Und da sind sogar Barhocker. Mir fehlt aber ein Getränk. Richtig leckeren Mokka aus. Wir sind tatsächlich doch noch mal hier im Hotel wieder gelandet, wollten eigentlich erst mit dem Taxi weiterfahren, aber es hat so doll geregnet und haben festgestellt, dass ja hier unten nicht nur die Rezeption ist, sondern gleichzeitig auch eine Bar und dass es hier einen wunderschönen großen Tisch gibt, wo man ein bisschen arbeiten kann. Das Einzige, was stört, ist, das Restaurant oder irgendein Teil da hinten ist gerade noch im Bau, weil das Hotel ja noch nicht so lange offen hat und da kommt relativ öfters der Baulärm rüber, jetzt gerade nicht. Deswegen nutzen wir die Zeit hier für die kurze Aufnahme und ja, hier lässt sich es eigentlich ziemlich gut aushalten und ist echt schön auch dekoriert alles. Das Hotel ist richtig cool gemacht in dem Design von einem Kino. Denn man hat uns gesagt, dass vorher genau hier ein Kino stand, das wurde aber abgerissen und das Hotel ist ein Neubau und man versucht aber quasi diese Idee oder diese Historie dieses Kinos hier zu erhalten und deswegen ja, gibt so Filmplakate drin und auch Scheinwerfer und es ist so ein bisschen wie so amerikanische Kinos gemacht von dem Design her. Also spricht uns sehr an, ist echt cool gemacht. Auf jeden Fall und auch mit dem Pool oben gefällt uns sowieso voll gut und auch das Zimmer war sehr, sehr hübsch, sehr modern und ja, also, und das Bett super bequem, muss ja, ich nur noch mal erwähnen. Ich meine, ich glaube, ich habe es schon zum dritten Mal erwähnt, aber das Bett ist sehr bequem. Und ich habe nachgeguckt, das waren 3 Schichten, also eigentlich 4, ne? Bettgestell, ja. Fette Matratze, fetter Topper und auch noch ein Matratzenschoner obendrauf. Also man liegt echt wie auf Wolken. Genau, Service war auch richtig gut, denn wir hatten in unserem ersten Zimmer tatsächlich ein Problem gehabt. Das alte Problem mit dem Abfluss hier in Thailand hat auch super krass gerochen.
unter der Spüle auf einmal, also erst nicht, als wir ins Zimmer kamen, aber als wir abends dann zurückkamen ins Zimmer, war wieder dieser super ekelhafte Geruch, wie wir es auch schon in Pattaya hatten, ist anscheinend so ein bisschen ein Problem hier in Thailand. Aber man hat uns einfach ein anderes Zimmer gegeben, sogar ein Tick größeres. Es war aber wirklich eigentlich genauso, völlig identisch, nur vielleicht einen Meter, vielleicht zwei Meter tiefer und das Bett war einen Meter breiter. Ansonsten komplett identisch und Blick war auch trotzdem nur auf andere Gebäudefassade. Aber ja, dafür, dass hier nebenan eine relativ große Baustelle ist, die man leider vom Pool oben sieht und auch hört, ist es im Zimmer dann doch sehr ruhig gewesen. Also die sind ziemlich gut isoliert. Genau. Und von der Lage finden wir auch super, direkt an der MRT. Und sehr, sehr schnell Richtung Stadtmitte. Aber auch jetzt werden wir wahrscheinlich, wenn es aufhören würde zu regnen, mal gucken, kann man auch mit der MRT Richtung Makassan, wo der Airport liegt, ist. Also auch direkt zum Airport ist auch kein Problem. Das war unsere Rückreise nach Bangkok sowie unsere Unterkunft für die Tage in Bangkok. Und wir sind natürlich nicht einfach ausgecheckt am gleichen Tag. Nein, das waren natürlich mehrere Tage und wir haben da auch einiges erlebt in Bangkok. Das kommt allerdings in den nächsten Videos. Also, wenn euch dieses Video aber gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und das Glöckchen nicht vergessen. Und kommentiert gerne mal, was haltet ihr von dem Hotel? Und wo steigt ihr sonst gerne in Bangkok ab? Welches Apartment oder Hotel nehmt ihr gerne? Kommentiert das gerne unten rein. Und dann bedanken wir uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.